Herzlich willkommen zum Basic Video zur Zinsrechnung. Was lernst du heute? Die Formel zur Berechnung von Zinsen, die Formel zur Berechnung des Endkapitals und die Berechnung des Endkapitals nach mehreren Jahren. Und das brauchst du heute. Einen Zettel und einen Stift und einen Taschenrechner. Erinnern wir uns an das Beispiel von Sarah zurück. Sie legt 500 Euro auf ein Sparkonto mit 4% Zinssatz. 500 Euro ist das Startkapital und wird mit K0 bezeichnet. Der Zinssatz beträgt 4%. Dafür setzen wir die Variable P mit dem Wert 4. Die Zinsen kürzen wir mit einem großen Z ab. Die Formel zur Berechnung der Zinsen sieht nun wie folgt aus. Z ist gleich K0 mal P Hundertstel. Schreibe dir diese Formel auf dein Blatt, wir brauchen sie später noch. Setzen wir nun unsere Werte in die Formel ein, dann erhalten wir Z ist gleich 500 mal 4 Hundertstel. Das können wir vereinfachen zu Z ist gleich 500 mal 0,04 und das ergibt 20. Sarah erhält also nach diesem einem Jahr 20 Euro Zinsen. Hier hast du noch einmal die wichtigsten Informationen von der vorherigen Folie. K0 ist gleich 500, P ist gleich 4 und Z ist gleich 20. Betrachten wir nun das Endkapital. Das Endkapital wird mit einem großen K abgekürzt. Zur Berechnung des Endkapitals addieren wir das Startkapital plus die Zinsen. Dies haben wir schon kennengelernt und ist eine Möglichkeit, das Endkapital zu berechnen. Setzen wir jetzt nun für die Zinsen den Ausdruck von der vorherigen Folie ein, erhalten wir K ist gleich K0 plus K0 mal P Hundertstel. In dem Fall können wir nun K0 herausheben und erhalten somit K ist gleich K0 mal, Klammer auf, 1 plus P Hundertstel, Klammer zu. Die beiden Formeln in den Rechtecken kannst du dir beide auf deinen Zettel aufschreiben. Du kannst nämlich sowohl die eine als auch die andere zur Berechnung des Endkapitals benutzen. Setzen wir nun unsere Werte in die erste Formel ein, erhalten wir K ist gleich 500 plus 20 und das ergibt 520. Also bekommt Sarah nach einem Jahr 520 Euro. Oder wir setzen in die zweite Formel ein und erhalten somit K ist gleich 500 mal 1 plus 4 Hundertstel. Das können wir vereinfachen zu K ist gleich 500 mal 1 plus 0,04. Wieder vereinfacht ergibt es K ist gleich 500 mal 1,04. Und das ausgerechnet ergibt ebenfalls 520. Auch hier erhalten wir, dass Sarah nach einem Jahr 520 Euro erhält. Jetzt bist du an der Reihe. Tom legt 700 Euro auf ein Sparkonto mit einem Zinssatz von 3%. Berechne die Zinsen und das Endkapital nach einem Jahr mit Hilfe der Formeln. Pausiere kurz das Video und löse die Aufgabe. Na, glaubst du, hast du richtig gerechnet? Aus der Angabe können wir herauslesen, dass K0 gleich 700 ist und P gleich 3. Zur Erinnerung, die Formel zur Berechnung für Zinsen. Setzen wir nun unsere Werte ein, erhalten wir Z ist gleich 700 mal 3 Hundertstel. Vereinfacht ist das 700 mal 0,03 und das ergibt 21. Tom erhält also nach einem Jahr 21 Euro Zinsen. Kommen wir zum Endkapital. Ich zeige dir wieder beide Möglichkeiten. Falls du eine von beiden gemacht hast oder sogar beide gemacht hast. Die erste, zur Erinnerung, ist K gleich K0 plus Z. Eingesetzt ergibt das 700 plus 21. Das bedeutet, Tom hat nach einem Jahr ein Endkapital von 721 Euro. Oder wir setzen in die zweite Möglichkeit ein. Zur Erinnerung, so schaut die Formel aus. K0 mal 1 plus P Hundertstel. Setzen wir wieder unsere Werte ein, ergibt das 700 mal, Klammer auf, 1 plus 3 Hundertstel, Klammer zu.
Vereinfacht ist es 700 mal 1 plus 0,03. Das wieder vereinfacht ist 700 mal 1,03. Und das ergibt in den Taschenrechner eingetippt oder händisch gerechnet 721 Euro. Und wie du siehst, wieder beide Möglichkeiten führen zum gleichen Ergebnis. Schauen wir uns nun einen Fall an, wenn Toms Geld 2 Jahre lang auf der Bank liegt. Also das Kapital nach 2 Jahren. Zur Erinnerung, 700 Euro werden mit 3% Zinssatz verzinst. Wir haben schon etwas dazu gerechnet. Und zwar die Zinsen nach einem Jahr wird abgekürzt mit Z1, das waren 21 Euro. Das Kapital nach einem Jahr wird mit K1 abgekürzt und waren 721 Euro. Gesucht wird jetzt Z2, das sind die Zinsen nach 2 Jahren, und K2, das Kapital nach 2 Jahren. K2 berechnen wir wie K1 mit dem Unterschied, dass K1 das neue K0 ist. Wie das funktioniert, zeige ich dir nun. Als erstes brauchen wir die Zinsen nach 2 Jahren, also Z2 berechnen wir mit K1 mal P Hundertstel. Setzen wir unsere Werte ein, ergibt das 721 mal 3 Hundertstel. Vereinfacht ist das 721 mal 0,03 und das Ergebnis davon sind 21,63. Das Kapital nach 2 Jahren berechnen wir wie K1. Also K2 ist gleich K1 plus Z2. Setzen wir nun unsere Werte ein, ergibt das K2 ist gleich 721 plus 21,63. Das zusammengerechnet ergibt 742,63 Euro. Also, Tom hat nach 2 Jahren 742 Euro und 63 Cent. Oder wir benutzen wieder die andere Möglichkeit. Und zwar, K2 ist gleich K1 mal, Klammer auf, 1 plus P Hundertstel. Setzen wir wieder unsere Werte ein, erhalten wir 721 mal 1 plus 3 Hundertstel. Vereinfacht ergibt das 721 mal 1,03. Und als Endergebnis erhalten wir 742,63 Euro. Und wie du siehst, auch hier haben wir wieder mit beiden Möglichkeiten den gleichen Betrag erhalten. Nun bist du wieder an der Reihe. Tom hat nach 2 Jahren also 742,63 Euro auf seinem Sparkonto. Es wird weiterhin mit 3% verzinst. Wie hoch ist sein Kapital nach 5 Jahren? Runde das Kapital immer auf 2 Nachkommastellen und rechne mit den gerundeten Werten weiter. Warum machen wir das? Auch die Bank rundet am Ende des Jahres auf 2 Nachkommastellen. Pausiere kurz das Video und löse die Aufgabe. Na, denkst du, hast du richtig gerechnet? Schauen wir es uns mal an. Das Kapital mit nach 3 Jahren berechnen wir mit 742,63 mal 1,03. Das ergibt gerundet 774,91. Wie du siehst, habe ich hier einen kürzeren Rechenweg genommen. Du kannst jederzeit, wenn du so weit bist und das verstanden hast, immer den kürzeren Weg angeben. Das Kapital nach 4 Jahren berechnen wir mit 764,91 mal 1,03. Das ergibt 787,86. K5 berechnen wir mit 787,86 mal 1,03. Das gerundet ergibt 811,5. Also das Endergebnis lautet 811,5 Euro. Tom bekommt also 811,5 Euro nach 5 Jahren. Vielen Dank fürs Zusehen des Basic-Videos. Wir sehen uns wieder im Mastery.